Wie soll ich jetzt eigentlich die ganze Scheiße anfangen? Ich setze mich hier hin und einfach random drauf loslabern, Alter. Ich sollte mir echt mal Gedanken machen, bevor ich sowas mache. Ach, Moment. Twitter. Ah, ja, da hab ich's. Was mache ich mir überhaupt große Gedanken? Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zur ersten Folge seit langem generell mal und zur allerersten Folge eines verdammten Real Talks von mir. Und zwar geht es heute mal um die CWBW-Szene. Ja, und das Ganze mal nur mit Facecam, einfach damit es ein bisschen mehr serious wirkt. Ich werde mal hier und da was einblenden, aber echt nicht viel, ich werde einfach nur drauf losreden und einfach nur meine Meinung sagen und ja, noch ein Statement abgeben. Von Anfang an, ich sag's jetzt schon mal, es ist kein Hate gegen den Server oder gegen das Server-Team oder gegen Teammitglieder aus dem Server-Team von gomoid.net. Es ist meine Meinung und es richtet sich mehr gegen die Community als gegen irgendwen Einzelnes oder gegen den Server. Ich habe mit dem Server alles klargestellt. Ich hoffe, ich bin jetzt erstmal im Reinen mit dem Server, weil ich habe ja doch ein bisschen Beef damals mit dem Server-Team gehabt, beziehungsweise mit Klaus gehabt, da ich mich echt nicht korrekt verhalten habe. Und das Video richtet sich gegen oder an die Community, vor allen Dingen an die neue Bed Wars-Szene. Ja, warum mache ich dieses Video? Einfach aus dem Grund, ich habe gestern einen Tweet rausgehauen. Ich bin gerade am runterscrollen. Und zwar habe ich dort gepostet, ich zitiere, so, jeder Like und Retweet, der sich noch dran erinnert, und in diesem Tweet waren die alten Clan War Regeln, sowohl von der Duck Gang als auch vom Triforce Clan. Und ja, jedem alten Bad War Spieler aus 2016, 2015 sollten diese Regeln bekannt sein und sollte auch bekannt sein, wie ein Clan War damals abgelaufen ist und dass diese beiden Regeln die Regeln waren, nach denen gespielt wurden, hauptsächlich. Klar gab es auch andere Regeln, die allerdings nie wirklich Fuß gefasst haben. Duck Gang Regeln und Triforce Regeln waren die Regeln, die gespielt wurden. Und bis hierhin werden schon 95% der Leute gar nicht wissen, wovon ich rede, weil 95% der Leute gar nicht das alte kennen. Die kennen die alte Community nicht so wie wir. So. Deswegen. Ich leite kurz ein und gehe dann über zur neuen Clan-Szene. Jeder, der nicht weiß, wovon ich rede, damals wurden Clan War noch im Forum abgemacht. Man musste die Clan War in den normalen Bed Wars-Runden spielen. Man hatte Premium, damit man in die Runden reinkommt, weil es wurden Achterpartys gemacht und mit diesen Achterpartys ist man dann in die Runden gejoint und hat 4 gegen 4 gespielt. Man hatte noch keine eigenen Clan War Server und erst recht keine Queue oder ein Elo-System. Es gab Clan Pages, die in einem abgesonderten Bereich unter Bed Wars waren. Und da konnte jeder Clan eine Clan Page erstellen, ganz simpel, mit dem Line-Up, mit dem. Also es wurde alles selber geschrieben, da gab es keine Vorschriften, da gab es keine Reiter, die man bearbeiten musste, es wurde alles von Hand geschrieben. Da gab es natürlich die Bilder, die die ganze Sache anschaulicher gemacht haben, dann Line-Up, Clan War, die gespielt wurden, Regeln, Bewerbungsbedingungen, vielleicht eine kleine Story und so weiter und so fort. Und unter diesen Clan-Pages wurden durch Kommentare, wurde sich beworben, wurden Clan War ausgemacht, wurde die ganze CW-Szene hat sich im Forum abgespielt, größtenteils und nicht in-game. Und das hat sich geändert von Forum auf in-game. Was mich stört, ist einfach, dass damals die CW-Community wirklich eine Community war. Es war eine Community, jeder kannte jeden und 95% mochte man sich untereinander.
die bekannten Clans waren somit die besten Clans und oder die nettesten auf jeden Fall. Und natürlich auch die erfahrensten. Beispielsweise Duck Gang, Triforce, Dark Army, was weiß ich, was es da noch für Clans gab. Und ja, es gab kein Elo-System, keiner war somit als der beste Clan aktuell oder generell gekennzeichnet. Und es gab kein großes Geschwitze darum, dass man der beste Spieler oder der beste Clan ist. Das ist heute komplett anders. Man hat ein Elo-System, man hat Clans, die sich erstellen und löschen. Wöchentlich, monatlich, keine Ahnung was. Member leaven ohne wirklichen Grund. Und es kann sich kein Clan lange an der Sonne halten, sage ich mal. So, es gibt Clans, die öffnen sich. Da gehen die bekanntesten Spieler der Szene gefühlt rein. Und der Clan ist nach 2 Monaten broke. Oder es erstellen sich Alt-Clans, die Szene zerhacken bis zum geht nicht mehr. Und mit 85 Wins, 0 Loses, also einer 85er Win-Streak, plötzlich in der Top auftauchen. Und kein Arsch kennt die so gesehen, weil keiner weiß, wer das ist, aber man weiß, dass es ein Alt-Clan-Account ist. So. Und jemand stellt sich raus, wer das ist und was weiß ich was. Es ist, allein das ist schon traurig genug, aber die Szene an sich hat sich so krass verändert, dass das ist so dreckig geworden, wirklich. Clan War ist nichts mehr Besonderes. Man macht eine Viererparty in einem Clan, geht in die Queue und es wird nur noch geschwitzt, geschwitzt, geschwitzt. Wer macht die CWs voll? Wer kriegt die meisten Wins? Wer hat das meiste Elo? Wer ist Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Wer hat die besten Spieler? Bla, 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 bla. Dann hier Provokationen, da Beleidigungen, da ich bin der Beste, da deine Mutter ist keine Ahnung was, dein Vater, deine Familie geht dich umbringen, keine Ahnung was. Und das nennt die Community. Ihr nennt Spielspaß nehmen, beleidigen, provozieren, Todeswünsche und andere derartige Scheiße als Community. Ganz ehrlich, ihr haltet euch alle. Ich spreche jetzt alle an. Es ist mir gerade egal, ob manche davon korrekt sind. 99% der Szene sind, ich sag's mal charakterlich, Arschlöcher. Ihr nennt euch Community, denkt ihr werdet die geilsten und die reifsten Spieler auf gomad.net, verhaltet euch aber wie Kinder im Kindergarten, denen ein Matchbox-Auto weggenommen wurde. Ehrlich, Mann, macht euch mal Gedanken. Erstens ist es ein fucking Spiel, Mann. Es ist programmiert worden, damit die Spieler Spaß haben und nicht damit sie sich bis aufs Übelste beleidigen und keine Ahnung. Schreiben, ich hoffe, du stirbst an Krebs, ich hoffe, du gehst dich umbringen, deine Eltern sind doch Geschwister, was weiß ich was. Das sind doch alles, Alter, Leute, mit solchen Aussagen, ich weiß, dass ich damals selber durchaus meine Momente hatte, wo ich auch echt Scheiße geschrieben habe und wo ich auch echt, ich sag mal, ausgetickt bin. Es ist ein Spiel, manchmal schwitzt man in dem Spiel auch, in den CWs ist man, wenn man gewinnt, das ist auch vernünftig so. Das war damals nicht anders. Man war damals auch on fire, hat man damals sogar noch mehr gefühlt als heute, ja. Man hat gefeiert, wenn ein Bett abgebaut wurde und sagt nicht, ja, schön, weitermachen, Jungs, nächster CW. Es wurde richtig gefeiert, wenn jemand ein Bett geholt hat. Der Typ war in dem Moment, war der eine Legende. Ja? Also, jeder Clan War war was Besonderes. Heutzutage, 11 Uhr morgens, Jungs, Viererparty, 3 Uhr nachts, Jungs, keiner ist mehr online, wir können jetzt auch gehen. Durchgezockt, die ganze Zeit, irgendein CW, nichts Besonderes mehr. Und zu 50% davon, oder nee, höher, viel höher die Rate. Zu 70-80% spielt man gegen einen Hacker. Scheißegal, ob das jetzt, abgesehen davon, ob das jetzt BAC ist oder nicht. Aber ja, da ist, das Ding ist so abgelutscht geworden, sag ich mal. Das wurde so zur Normalität, dass keiner mehr die Besonderheit daran sieht. So, dass keiner mehr untereinander viel mehr Kontakt aufbauen will. Es geht nur noch darum, der Beste zu sein, der Coolste zu sein, der Reifste zu sein. Ich beleidige besser als der andere, ich provoziere, keine Ahnung. Im Endeffekt
hat jeder Clan mindestens einen Hacker. Im Durchschnitt kann man davon sagen, dass jeder Clan einen Hacker hat, wenn nicht sogar mehr. Man weiß es ja mittlerweile nicht mehr. Und es interessiert keinen, ob man nett zueinander ist, ob es wirklich nur ums Spiel geht. Es interessiert nur, ob man gewinnt und dass man der Beste ist. Klar war damals auch der Fokus darauf, man will den CW gewinnen. Aber schaut euch alte Videos an von, keine Ahnung, der Duck Gang, die von 2015, 2016. Schaut euch solche Videos an. Und dann guckt mal den Unterschied zwischen damals und heute. Euch wird auffallen, wenn reingechattet wurde, wenn im Ingame geschrieben wurde oder auch im Spec-Chat. Scheißegal, schaut euch Videos von Rudi Rüssel an. Der hat CWs kommentiert bis zum geht nicht mehr. Geilster Typ, ehrlich. Aber auch im Spec-Chat. Es wurde nicht geflamed. Es wurden nicht ständig irgendwelche Leute angeschrieben, dass sie hacken, weil es kam gar kein CW zustande gegen Leute, die hacken. Die wurden einfach ausgeschlossen. Man wusste, der hackt, da hat man keinen Bock drauf. Man hat Bock auf Spielspaß und man möchte zwar reinschwitzen und gewinnen, aber man möchte auch gegen faire Gegner spielen und gegen Gegner spielen, wo man weiß, dass sie eine gewisse geistige Reife besitzen und dass sie nicht beleidigen oder sonst etwas. Heutzutage, man kann nicht mal mehr in die Queue gehen und in 4 von 5 Fällen wird man beleidigt. Oder wird provoziert oder wird zerhackt. Ich meine, damals hat man im Forum geschrieben, keine Ahnung, unter der Paranoia-Page, yo, Sonntag, 13 Uhr, keine Ahnung, auf der Map, Desert, Bock auf ein CW. Wenn ja, dann bitte hier und da anschreiben. Man hat Termine ausgemacht. Leute haben sich teilweise freigenommen, eher von der Arbeit, die arbeiten waren, damit sie für den CW da sind. Und heute zockt man 24/7 CW. Und dieses dauerhafte Reingeschwitzer hat das Ganze einfach so kaputt gemacht, diese Community. Es ist keine Community mehr, es ist nur noch ich oder unser Clan. Die Clans damals untereinander waren wirklich wie so eine kleine Familie. Die CW-Community war eine kleine Familie. So, jeder mochte sich untereinander, jeder kannte sich. Heutzutage, ich gehe in den CW und ich kenne keinen davon. Da spielen 8 Leute und ich kenne 7 davon nicht. Nur den Typen, den ich hinterhergesprungen bin, kenne ich. Und ich frage mich, warum hören die ganzen Leute auf zu spielen? Warum gehen Leute wie Vira Pong, Noah OG, Triforce Prox, warum hören diese ganzen Leute auf? Nicht nur, weil sie alt werden. Also, dass sie alt werden, also 18 ist ja kein Alter oder 20 ist ja kein Alter. Ist ja nicht alt sein, aber das hat nichts mit dem Alter zu tun, das Game. Es hat was mit der Community zu tun. Die Community ist einfach nur dreckig geworden, daran liegt es. Warum hören Leute einfach auf zu spielen, die jahrelang diese Szene supportet haben, groß gemacht haben und die zur dauerhaften Entwicklung dieser Szene beigeführt haben? Einfach weil alles mit der Zeit den Bach runtergegangen ist. Es hat sich alles so stark verändert und es ist wirklich so krank geworden mittlerweile, dass man da gar keine Lust mehr drauf hat, wenn man das Alte kennt. Ich lese auf Twitter, ich lese Ingame, ich lese in Gruppenchats. Ja, das alte CWB war besser. Es war viel chilliger. Ich habe vor 2 Tagen einen Tweet rausgesetzt, oder vor einem Tag, wie gesagt, wo ich die alten Claymore-Regeln gepostet habe von Duck Gang und Triforce. Kevin, also Kevims und der Orso-Clan haben drunter kommentiert, dass man wieder nach den Regeln spielen sollte und dass man die Elo-Queue absetzen sollte. Ich habe es hier gerade vor mir auf. Und ich würde das wirklich supporten. Also ich würde dahinter stehen, hinter dieser Entscheidung. Das haben wir drei jetzt nicht zu entscheiden. Aber minimale Veränderungen könnten dieser Szene echt mal gut tun. Und das ist kein Hate gegen das Serverteam. Das Serverteam hat alles dafür gegeben, dass diese Szene größer wird und dass die Community mehr Platz auf dem Server bekommt. Und das war auch gut so, dass die Community, sag ich mal, ihren festen Platz mittlerweile bekommen hat. Das Ding ist nur, dass es alles eskaliert ist. Indem halt viele Leute einfach random, scheißegal wer, Clans erstellen konnten und
die besten sein konnten. Nicht, dass ich mit neuen Sachen nicht klarkommen kann. Das ist mir sowas von scheißegal, ob da jetzt ein Random in der Top ist oder nicht. Es geht mir einfach darum, dass Leute reinhacken, rumprovozieren und sich wie die größten Kinder verhalten und damit die Szene verdrecken. Ich gönne es jedem, der wirklich legit ist und einen vernünftigen Charakter hat und nett ist, dass er in der Top ist. Oder dass er in einem sehr guten Clan ist, oder dass er gerade eine verdammt gute Leistung abbringt, oder dass er ein verdammt guter Spieler ist, oder in einem verdammt guten Clan ist. Das ist mir, ich gönne es wirklich den Personen, die es verdient haben und die legit sind und die einfach wirklich nett sind. Den Leuten gönne ich's, aber ich gönne es keinem einzigen ein Stück weit, der reinhackt, rumprovoziert, rumbeleidigt, auf Twitter sich wie ein Kind verhält oder auch in-game wie ein Kind sich verhält. Ganz ehrlich, ihr haltet euch alle für die reifsten Leute in der CWBW-Community. Ihr haltet euch für die Größten und für die Besten. Und ihr verhaltet euch wie ein Sechsjähriger. Ihr verhaltet euch wie Sechsjährige, die in einem Kindergarten alleine ausgesetzt wurden, wo jeder ein Matchbox-Auto hat und jeder es dem anderen wegnehmen will, damit er mehr Matchbox-Autos hat. So verhaltet ihr euch. Ehrlich, denkt doch mal darüber nach. Das ist so kindisch. Klar habe ich auch meine nicht so guten Tage gehabt. Ich habe jetzt so lange nicht gespielt. Mein letztes CWBW-Video ist über ein Jahr her mittlerweile. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mal 2 CWs gespielt, vor ein paar Monaten mal hier und da ein CW gespielt, aber nie oft. Und ich habe gemerkt, dass die Szene sich in dem einen Jahr noch weiter ins Negative entwickelt hat. Und das ist so schade. Das Ding war eigentlich so eine coole Community. Aber das, was jetzt eine Community sollte Zusammenhalt, Gemeinschaft und all sowas halt widerspiegeln. Und die CWBW-Community aktuell spiegelt kein bisschen davon wider. Die CWBW-Community spiegelt kindliches Verhalten, Egoismus, all solche Sachen wieder. Also größtenteils negative Sachen und das verstehe ich nicht. Und dann muss man sich auch nicht wundern, warum immer weniger Leute dieses Spiel spielen und warum immer mehr Leute aufhören, CWBW zu spielen und keine Ahnung. Die Szene verlassen, sag ich es mal so. Und es liegt nicht am Serverteam, es liegt auch nicht am Anti-Cheat, es liegt nicht am Badline-Client, es liegt an der Szene. Warum muss man einen Badline-Client entwickeln? Warum muss man einen Anti-Cheat entwickeln? Weil immer mehr Leute anfangen zu hacken. Weil immer mehr Leute denken, sie wollen die Besten sein und wären die Besten, wenn sie hacken. Das hat nichts mit dem BAC zu tun. Das liegt nicht an dem BAC, das liegt an euch, an der Community. Ich sag jetzt nicht, dass jeder reinhackt, nur weil ich verliere oder weil irgendwer anderes verliert. Aber denkt doch mal nach. Jeder Zweite mittlerweile hackt rein. Warum entwickelt man dann einen Anti-Cheat? Damit halt nicht jeder reineckt. Aber warum flamet denn jeder sowas? Diese Typen geben das Beste, um was gegen Hacker zu tun. Und es supporten so wenig Leute so eine Aktion. Das ist so traurig. Dann schaltet doch mal wenigstens euer Hirn ein und spielt doch von alleine legit. Was ist denn daran so schlimm, nicht der Beste zu sein? So viele Leute in der CWBW-Community sind legit und sind vielleicht nicht die Besten oder haben nicht viele CPS und reißen trotzdem etwas, selbst gegen Typen, die hacken. Ich meine, ihr hackt und verliert trotzdem teilweise, das ist doch traurig, oder nicht? Also, auch diese ganze Clan-Hopperei oder Clan-Erstellerei, hier erstellt sich ein Clan und nach 2 Monaten existiert er nicht mehr, dann gehen die Leute dahin, die Leute dahin, die Leute dahin. Keiner steht mehr in einem Clan. Ich war 2,5 Jahre in Paranoia. 2,5 Jahre. Welcher Spieler ist heutzutage noch länger als 6 Monate in einem Clan? Ich tippe mal auf 70% der Clan-Szene sind aktuell nicht länger als 7 Monate in dem Clan. Und die 30%, die überbleiben, sind die in den Old-Clans oder die Leader von dem Clan oder waren lange Zeit inaktiv. Es sind so viele Leute, die einfach nur von Clan zu Clan gehen. Der Clan ist besser als meiner, also gehe ich dahin. Der Clan gibt mir ein Angebot, der Clan findet mich gut. Ich muss in dem besten Clan sein, ich muss der beste Spieler sein, weil
keine Ahnung was. Anstatt mal eine vernünftige Community aufzubauen, die zusammenhält und Hacker gemeinsam ausschließt, indem man einfach CWs untereinander ausmacht, unter Legit-Spielern, schließt man auch Hacker aus, ja? Anstatt dass man einfach hingeht, auf Clan-Pages kommentiert und sagt, yo, Leute, Samstag 16 Uhr, wie wär's mit dem CW? Map, können wir noch entscheiden, kommt auf den und den TS und wir besprechen das. Ihr könnt doch auch einfach zweistündig ein CW ausmachen. Ihr habt doch am Wochenende von samstags, meinetwegen 10 Uhr bis 0 Uhr Zeit, um ein CW auszumachen. Ihr könnt doch alle zwei Stunden ein CW ansetzen. Ihr könnt doch Leute fragen, ihr könnt doch Clans fragen. Es gibt jetzt mittlerweile ein CW-Command, ihr müsst nicht mehr Premium haben, um ein CW spielen zu können. Ihr könnt doch einfach über einen fucking Command ein CW ausmachen. Macht eine Party unter Legit-Spielern, fragt andere Legit-Clans. Benutzt doch diesen gottverdammten Command. Mein Gott, mit sowas kann man auch gegen Legit-Spieler spielen. Da muss man nicht in eine scheiß Queue gehen. Kommuniziert doch mal untereinander. Ihr twittert, dass die Szene so scheiße wäre, dass jeder nur noch reinhackt, dass der Typ scheiße ist, wie lächerlich hier alles wäre. Und ihr tut selber nichts dagegen. Ihr benutzt trotzdem weiter das System, worüber ihr euch aufregt. Dann versucht doch mal etwas zu ändern. Sagt dem Serverteam, was euch stört. Dann, oder verändert es doch mal selber. Auch mal Clan-Leader. Mein Gott, ihr leitet Clans. Sagt, das ist jetzt ein Beispiel, sagt, es herrscht BAC-Pflicht, damit keiner mehr hacken kann oder damit es nicht mehr so einfach ist zu hacken. Und zwei Stunden später trifft man in den Clan in der Non-BAC-Queue auf mit einem BAC-Spieler. Da setzt man einfach nicht die Prioritäten und zieht das durch. Man hat keine Eier, das durchzuziehen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist so traurig. Es ist wirklich traurig. Wie gesagt, Leute, diese Szene könnte so viel besser sein, wenn ihr dagegen was machen würdet. Ihr als Community. Ich mich jetzt mit einbezogen. Kein Hate gegen den Server, überhaupt nicht. Ein Hate gegen die CWBW-Community von mir. Ehrlich. Nicht gegen jeden, aber die Leute, die angesprochen sind, sollten sich auch angesprochen fühlen und sollten wissen, worüber ich rede. Es wäre so viel cooler und es würde so viel mehr Spaß machen, ehrlich. Viel mehr Leute würden noch spielen oder würden wieder anfangen zu spielen. Macht die CWs verdammt auch mal untereinander aus. Wofür gibt's denn die Clan-Pages? Nicht nur, um zu gucken, wer der beste Spieler oder wer der beste Clan auf gomad.net ist. Mein Gott, hab doch mal Spaß an dem Scheißspiel, Alter. Natürlich will man gewinnen. Wer will das denn nicht? Jeder hat Bock zu gewinnen. Man kann auch in einem CW reinschwitzen. Aber hört doch auf zu beleidigen, zu provozieren, zu flamen. Was soll denn das? Macht ein CW untereinander aus. Schließt doch mal die Hacker aus. Meine Fresse. Es ist denn so schwer? Spielt Legit, schließt die Hacker aus. Macht meinetwegen auch 10.000 neue Clans, solange sie Legit sind. Spielt untereinander, macht es über den Command und geht nicht in eine Queue und heult nur rum. Aber wenn niemand ein CW ausmacht, wenn keiner irgendwie untereinander in Kontakt tritt, macht auch meinetwegen CWs über Twitter aus, das ist doch scheißegal wie, macht sie aus. Und spielt nur noch gegen Legit-Clans. Das ist auch eine Möglichkeit, Hacker-Clans auszuschließen. So kann man nicht mehr in der Queue gegen Alt-Clans spielen oder gegen Hacker-Clans. Auch die neuen oder etwas schlechteren Clans können so Fuß fassen. Geht ins Forum, schreibt unter die scheiß Clan-Pages, yo, habt ihr Bock, Sonntag, 13 Uhr, CW auf der Map Desert oder Rush oder was weiß ich was und macht ein fucking CW aus. Sprecht mal mehr miteinander und beleidigt nicht nur, mein Gott, das ist doch nicht so schwer. Seid mal wirklich eine Community und verhaltet euch nicht wie Kindergartenkinder. Es ist so einfach, aber keiner macht es. Denkt mal darüber nach und ich hoffe, ihr teilt meine Meinung. Das ist jetzt echt nicht aus Rage oder Frust, es ist einfach mal meine Meinung und so, ich weiß, dass so viele Leute diese Meinung teilen, es aber nicht richtig zum Ausdruck bringen können und auch nicht jeder vielleicht den Mut oder die Lust dazu hat, das so zu sagen und es versuchen so zu ändern. Ich möchte hier mit einem Schritt gehen und das ganze Ding nochmal versuchen, neu umzukehren und das ganze Ding einfach mal wieder versuchen, ins Positive zu ziehen. Ich möchte keineswegs den Server haten, den Server verändern, den Server an den Entscheidungen kritisieren.
Die haben wirklich das Beste getan und haben in keinster Weise geldgeil gehandelt oder sonst etwas. Die haben mit dem CW-BW-System sogar eher Verlust gemacht, da man damals sich Premium kaufen musste für ein CW und man es heute nicht mehr muss. Also, es wäre einfach mal wieder was, wenn man untereinander als Clan, als Community mehr unternimmt und was gegen Hacker unternimmt und nicht jeder nur reinflamed, hatet und selber hackt. Auch so Kommentare auf Twitter wie, ich habe so gelesen, man kann doch nichts mehr anderes machen, als selber rein zu hacken, um zu gewinnen. Da steckt doch keine Logik hinter. Damit supportet man die Hacker nur noch mehr. Man regt sich über Hacker auf und hackt im Endeffekt selber, um zu gewinnen. Da steckt keine Logik hinter, Jungs. Ehrlich nicht. Macht euch Gedanken drüber. Teilt meinetwegen dieses Video in WhatsApp-Gruppen, Twitter, Facebook, Instagram. Ist mir scheißegal wo. Aber schreibt auch eure Meinung in die Kommentare und versucht selber etwas daran zu ändern. Sonst wird es hier nichts mehr. In einem Jahr spätestens wird die CWBW-Community so nicht mehr existieren, das sage ich euch, wenn es so weitergeht. Dann wird es nicht mehr so existieren. Dann spielt kaum noch einer, das sind vielleicht die Spielerzahlen auf Gommel, unter 1000 irgendwann um 16 Uhr mittags, egal ob am Wochenende oder unter der Woche. Der Server geht down auf Dauer, die Community geht down und keiner hat mehr Bock zu spielen. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe auch keinen Bock auf irgendwelche dummen Kommentare unter dem Video. Ich werde dumme, irrelevante Kommentare unter diesem Video löschen. Ich möchte serious Diskussionen und ich möchte eure ehrliche Meinung dazu. Und ich möchte, dass wir mit diesem Video endlich mal wieder etwas Positives in die Szene bringen. Ich weiß, dass Leute auf meiner Seite sind und ich weiß, dass Leute meine Meinung unterstützen und es genauso sehen. Und dementsprechend, lasst uns doch mal wieder was verändern, anstatt die ganze Zeit nur rumzuheulen, dass etwas nicht in Ordnung ist oder dass irgendwer hackt oder dass der Clan scheiße ist und der Clan scheiße ist. Das ist doch, nee, unternehmt doch mal was. Und mit diesem Video will ich was unternehmen und dann supportet dieses bitte auch. Teilt es auf Twitter, teilt es auf Instagram, teilt es in WhatsApp-Gruppen. Meinetwegen, lasst mich auch der Sündenbock für manche Sachen sein. Es ist mir scheißegal. Ich kommuniziere auch gerne mit dem Server-Team im Namen der Szene oder sonst was. Aber bitte macht euch darüber Gedanken. Ja, macht euch darüber Gedanken und kommentiert eure ehrliche Meinung, kommuniziert mit mir, kommuniziert untereinander und lasst diese Community endlich mal wieder eine Community sein und nicht so ein verrückter Kindergartenhaufen, ja? Macht euch Gedanken. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und tschö, mitte.